Aber wir sind noch lange nicht am Ende. Zeigen wir ihnen, aus welchem Holz wir geschnitzt sind. Oh, was ist jetzt? Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Star Wars Battlefront. Ja, ich hatte schon mal eine Aufnahme gehabt, aber da ist der Sound ein bisschen gebuggt. Aber wir haben nicht so Schlimmes gemacht, sondern müssen wir dann irgendwie angemeldet sein, verbinden. Okay, das hatte ich jetzt auch noch nie. Es gab auch noch ein Update. Und wir haben jetzt eigentlich nur das freigeschaltet, was wir auch freischalten konnten. Und zwar die zwei Blaster hier. Die haben wir jetzt im Besitz. Und wir haben die Sternenkarten hier alle freigeschaltet. Die drei. Und haben noch einen Raumkampf gemacht. Und da sind wir Rang ein bisschen hochgestiegen. Und sonst ist eigentlich nichts passiert. Und wir hatten einen Raumkampf gemacht. Und ja, war nicht so berauschend. Also nichts Schlimmes passiert. Nichtsdestotrotz möchte ich gerne nochmal einen Raumkampf machen. Das möchte ich euch unbedingt gerne zeigen. Weil es einfach geil ist. Wir sind jetzt das Imperium. Sehr gut. Da liefen wieder ein paar welche. Okay. Könnte vielleicht ein Vorteil sein, dass wir jetzt 9 Leute sind. Und wir sind in Tetoni, wie das ausschaut. In Dünenmeer, oder? Könnte es Dünenmeer sein? Aber hier ist schon mal Jotlandwüste. Achso, okay. Wir müssen natürlich mit den Raumschiffen andere abknallen und da ist bestimmt irgendwie eine Flotte oder sowas, was wir da auch angreifen können. Und ja, darum geht's. Und ja, ich teste heute auch mal Star Wars Battlefront im Livestream. Mal gucken, ob das überhaupt funktioniert. Weil einigen haben ja schon gesagt, hey, Star Wars Battlefront, könntest du doch auch mal streamen. Und ja, werde ich heute so, heute Abend mal probieren. Ja, zwischen 19 und 20 Uhr werde ich das mal austesten. Und mal schauen, ob das alles funktioniert. Es müsste ja. Ich habe ja nicht so einen mega starken PC. Aber es müsste eigentlich funktionieren, weil GTA hat ja auch funktioniert. Dann müsste das ja eigentlich auch funktionieren, ne? So, attackiere die feindlichen Truppen, Transporter, verteile deine Transporter. Okay, die Seite der meisten feindlichen Schiffe zerstört, gewinnt. Okay, dann müssen wir wieder die Schiffe zerstören. Wir nehmen erstmal den hier. So, dann Abflug! Hilf den mal. Eins. Ein Hammer, jawohl! Beschützt unser Transportschiff! So. Sehr schön. So, das Piepen kennt ihr ja schon von dem, dass wir da mit Rechtsklick die anvisieren können. Oh, da war eine gerade. Wow, was war das denn eben? Das ist immer noch nicht tot. Oh, da hat es uns erwischt. Wow, 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 wow. Dann nehmen wir so einen Tierabfänger. Ich tue halt immer so hin und her wechseln, weil es macht beide Spaß irgendwie. Omega 6 ist bereit.
kriegst du hin? Oh, der wird ganz schön gerade angegriffen. Den haben wir auch. Jawoll! Und weg da. Neutralisiert dieses Transportschiff. Wo zum Teufel willst du hin? Komm sofort zurück. Müssen wir ein Transportschiff auch noch kaputt hauen? Du hast einen Rebellenjäger am Heck. Oh, das war. Wow, das war knapp gerade. So, einmal drehen. Wir haben ihren Transporter abgeschossen. Oh, da hat mich auch jemand erwischt. Ja, nehmen wir den nochmal. Gegnerische Einheiten nähern sich. Zeigt ihnen die Macht des Imperiums. Hier Omega 4, bin unterwegs. Nicht schneller fahren? Oder fliegen? Eher gesagt. Weil fahren tun wir ja nicht. Oh, der hat auch schon. Jawohl. Wow. Oh. Vorsicht, hinter dir. Ah, ja, ja, ja. Legst du hin, komm sofort zurück. Kriegsbesuch, um 6 Uhr. Oh. Ah, Kacke. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab's echt nicht gesehen. Okay. Dann machen wir weiter. Nehmen wir mal den hier wieder. Ich greife an. Man darf nicht so ranballern, weil dann überhitzt es und wenn nicht so schön. Jawohl. Guter Schuss. Rebellentransporter neutralisiert. Hinter dir. Wow. Hinter dir. Oh, hat er mich schon wieder erwischt. Wie sieht's denn so aus? Hab ich Kills? Hab ich niemand gekillt? KI-Kill. Okay. Also sind die meisten KI Rebellen oder was? Omega 3 ist unterwegs. Ausweichen. Ausweichen? Wow! So kann man ausweichen. Niederlage. Sieg. Die Rebellen haben gewonnen. Was? Nein. Okay, wir müssen das dann nochmal üben mit dem Ausweichen. Ne? Aber war schon sehr cool. War schon echt cool. Tipp. Lep, ja. Oh. 163... Credits. Jo. Das ist ja schon mal sehr gut. Können wir wieder neue Sachen kaufen und neue Ausrüstung und Sternkarten. Ich würde erstmal keine irgendwie aussehenmäßig kaufen. Weil ist ja eigentlich sinnlos. Man braucht ja erstmal Waffen und Sternkarten und. Deswegen schauen wir mal. Wir könnten noch eine Runde machen. Ja, klar. Warum denn nicht?
Eine Runde machen wir noch. Oh, jetzt sind wir mal auf der anderen Seite. Und zwar Seite des Rebellen. Feindliche Jäger im Anflug. Schirmt unsere Transportschiffe ab, die den Planeten verlassen. Und findest du jetzt nicht so schlimm, dass wir jetzt verloren haben? F1. Wow. Ah, okay. Haben wir Tastkombination? Muss ich noch? Oh, da war ich zu spät gerade gewesen. Ja, da war schon eine Steuerung noch. Das habe ich nicht. Eins. Was? Ah, ich hab einen gekillt. Hier, geil. Imperiale Luftunterstützung in Angriffsreichweite. Verstanden. Nehme Kurs auf eure Position. Ich weiß nicht, ob man die Tastkombination mit dem Ausweichen anders machen kann. Aber. Muss ich nochmal gucken. Ein GR-75 zieht sich aus dem Kampfgebiet zurück. Attackiert alle imperialen Ziele. So, wunderbar. Achso, das sind ja unsere. Okay, Das Imperium ist im Vorteil. Aber wir sind noch lange nicht am Ende. Zeigen wir ihnen, aus welchem Holz wir geschnitzt sind. Oh, was ist jetzt? Lasst sie nur kommen. Okay. Wäre sehr geil. Du bist ein ziemlich leichtes Ziel. Meine Rakete versucht dich anzupeilen. Achtung! Zielsuchrakete! Oh. Ja, scheiße. Sind immer noch. Wow, 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 wow. Noch 38. Hat es geholfen? Ich weiß nicht. Verdammt, Raketenerfassung! Zielsuchrakete auf Kollisionskurs! Der Falke hält das aus. Kommt schon, Baby, halt durch! Teil dich mit einer Rakete an! Lass die Strolche nicht entkommen! Versuche dich aufs Korn zu nehmen. Du hast eine Rakete am Hals.
Wow. Wow, 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 wow. Oh, noch 17 HP. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Feindliche Rakete gestartet. Aufpassen. Bodeneinheit teilt sich ein Ziel an. Vorsicht! Raketenerfassung! So, wow, 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 wow. So. Die Suchrakete nähert sich. Die wollen dich aufs Korn nehmen. Ich wirf's ab! Was eine Action hier. Ich bin gerade so hoch konzentriert gerade. Wow, tot, alles klar. Schade. Das war sehr geil. Das war echt geil. Wow, wir haben gewonnen. Woo! Ey, und diesmal haben wir wirklich 5 Kills und 5 KI-Kills gehabt. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Und dann freue ich mich heute Abend auf den kleinen Star Wars Battlefront-Test auf Twitch. Mal gucken. Weil, mal gucken, World of Nerds habe ich gerade so eine kleine Umfrage gestartet. Mal gucken, was wir dann zusätzlich mit Star Wars Battlefront, wenn es funktioniert, ne? Schauen wir mal. Im Moment liegt der Trove vorne. Dann hat man ja, ein cooles, abwechslungsreiches Programm, würde ich mal sagen. Und jetzt gucken wir nochmal an, was wir jetzt noch haben. Ne, diesmal möchte ich verlassen. Ja, ich möchte wirklich verlassen. Und ja. Mal gucken, was jetzt noch kommt. Ich denke, jetzt, da kommt jetzt nichts mehr. Wie gesagt, heute Abend den kleinen Test. Wenn ihr das anguckt, ist es auch wirklich heute Abend. Also Donnerstagabend. Und dann würde ich sagen, ja, war's das. Gibt's nichts mehr. Kann man noch irgendwie was freischalten? Nein, erst ab Rang 5. Okay, da weiß ich Bescheid. Und würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Oder einen Kommentar. Oder beides. Je nachdem, wie ihr Lust drauf habt. Na dann, wir sehen uns in der nächsten Folge dann. Oder heute Abend. Wie gesagt, macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.